Wie schon in den Jahren zuvor lud der Verein der österreichischen Privatsender auch heuer zu einem gemütlichen Umtrunk ein. Im heurigen Furgassl-Huber in Neustift am Walde trafen sich zahlreiche Vertreter aus Spitzenpolitik und Medienbranche, um über medienpolitische Themen und den Stellenwert der Privatsender in Österreich zu diskutieren. Der Tenor war dabei eindeutig. Österreichs Medienlandschaft ohne Privatsender? Undenkbar. Wir haben in Österreich eine Medienlandschaft, die sehr stark geprägt ist durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eine wichtige Funktion hat, es aber gleichzeitig für private Medien oft schwierig macht. Ich finde, wir brauchen ein sowohl als auch und hier einen stärkeren Fokus der Politik auf private, qualitätsvolle Medien. Wir sind eine liberale Demokratie und wir brauchen dafür zwingend, damit das auch so bleibt, unabhängige Medien, die unabhängig berichten, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Qualitätsmedien, genauso wie den Boulevard. Und die Privatmedien leisten da natürlich einen wichtigen Beitrag. Also die Privatmedien und Privatsender sind das Lebenselixier der Demokratie, weil viele Menschen bekommen von dort Informationen und deswegen sind sie wahnsinnig wichtig für Österreich, auch für den Zusammenhalt und die Vielfalt unseres Landes. Um diesem wichtigen Teil der Medienlandschaft auch in Zukunft den Rücken zu stärken, braucht es aber noch mehr Unterstützung von Seiten der Politik und eine gute Zusammenarbeit der einzelnen Medienhäuser. Also es ist, glaube ich, immer eine große Herausforderung in Österreich, Medienpolitik zu machen, eben quasi im Spagat zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den privaten Medienhäusern. Und wir haben aber trotzdem versucht, als Politik möglichst für alle Rahmenbedingungen zu schaffen, dass qualitätsvoller Journalismus garantiert ist, dass die Medienhäuser so finanziert sind, dass sie auch dementsprechend arbeiten können. Ich weiß, da ist noch Potenzial nach oben und wir werden versuchen, auch das in den nächsten Jahren wieder sinnvoll zu unterstützen und auch nachzuholen. Also wenn ich ein ehrliches Wort sagen darf als Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates, ich finde, wir könnten noch mehr zusammenarbeiten, besser zusammenarbeiten, der ORF und die privaten österreichischen Medien, weil die eigentliche Konkurrenz sitzt ja nicht in Wien, in Graz oder sonst wo, sondern die sitzt in Shanghai oder im Silicon Valley. Das sind chinesische oder amerikanische IT-Giganten, die mit ihren Werbemodellen auch der österreichischen Werbewirtschaft sozusagen das Wasser abgraben. Und da braucht es mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation. Das wäre ein guter Vorsatz fürs kommende Jahr. Ich hoffe, im nächsten Jahr werden wir dann sagen, wir haben etwas besser zusammengearbeitet. Also wir haben in den vergangenen 5 Jahren mehrere Medienpakete auf den Weg gebracht und es ist, glaube ich, hier auch einiges gelungen, um mit Förderungen gut zu unterstützen, auch die Digitalisierung gut zu unterstützen. Aber keine Frage, da bleiben große Herausforderungen nach wie vor zu bearbeiten. Wir haben dieses Thema der sozialen Medien, wir haben das Thema der Abwanderung von Werbeeinnahmen zu den großen IT-Konzernen wie Google und Co., und hier wird es sicher auch in Zukunft noch Maßnahmen brauchen.